In Battle Beasts, My Beasts stelle ich euch kurz eine Battle Beast Figur aus meiner Sammlung vor. Diesmal Blue Eagle, die 77. Figur aus der vierten Toyline, der Laser Beasts oder wie bei uns genannt, der Sonnengladiatoren-Serie von 1987. Herausgebracht von der japanischen Firma Takaratomi bzw. wurde sie von Hasbro weltweit vertrieben. Worum geht es eigentlich in Battle Beasts? Hier der damalige coole Werbetrailer. Battle Beasts! Wool! Fire! Fire burns wool! Battle Beasts! Fire! Water! Water puts out fire! Battle Beasts! Water! Wood! Wood beats water! Battle Beasts! Battle for the fun of it! Just activate their battle badges. I got fire! I got water! Water beats fire! Battle Beasts! Wood! Fire! Fire beats wood! Battle Beasts! Can grow into an army! Collect all 84! Battle Beasts! Battle Beasts funktionieren nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. In diesem Sinne, Feuer schlägt Holz, Holz schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. Während Hasbro die Beasts namenlos ließ, erhielten sie in Japan einen Hintergrund und wurden ins Transformers G1-Universum integriert. Deshalb wird auch von Beastformers gesprochen. Während die Beasts mit dem Ruppelsymbol sich in die Gruppen Autobots und Decepticons aufteilten, sind die Laserbeasts eine dritte Fraktion, die beide bekämpfen. Sie lebten bisher unter der Oberfläche des Planeten Beast und wurden von den mächtigen drei Weisen erschaffen. Mit den Linsen in den Brustpanzern ist es möglich, künstliche Sonnenenergie zu absorbieren und zu speichern, um selbst Strom zu liefern. Nachdem ihre unterirdische Stadt und künstliche Sonne zerstört worden war, betraten die Laserbeasts die Oberfläche. Nun war es an der Zeit, die Sonnenenergie der realen Sonne aufzunehmen, was zum Konflikt mit den anderen Battlebeasts führte. Blue Eagle, der stolze Adler, ist der Anführer der Luftstreitkräfte. Seine mächtigen Flügel ermöglichen ihm außerordentliche Geschwindigkeiten, die jeden Jet langsam erscheinen. Mit den Augen hat er einen unübertroffenen Weitblick, wodurch er schnell die Feinde ausmacht. Passend zum Namen hat er blaue Augen und Punkte ums Sonnenauge. Auch er ist wunderbar detailliert, eine eindrucksvolle Figur. Seine Waffe, passend zum Charakter entworfen, hat einen Adler grandios hineingearbeitet. Welche Stärke verrät sein Sonnenauge? Es ist Feuer! Das war Blue Eagle aus meiner Battle Beast Sonnengladiatoren-Sammlung. Danke fürs Zuschauen, freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!